Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fans 2019 mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Belgien. Die Trainings liefen doch mehr als perfekt heute, beziehungsweise gestern. Und wir haben alle drei Trainings gepackt und wir haben es auf jeden Fall, ja, mehr oder weniger dominiert, muss ich so sagen. Alle drei Trainings klar gewonnen. Es ist Zeit fürs Qualifying hier in Spa. La Source, Blanchimont, Eau Rouge, Namen von Kurven und Streckenpassagen, die jedem Formel-1-Fan auf der Zunge zergehen. Wenn wir uns das Feld heute so ansehen, Stefan, meinst du, irgendjemand wird es vielleicht mit der härteren Reifenmischung versuchen und die weichen Reifen mit mehr Grip für das morgige Rennen aufsparen? Das würde mich ehrlich gesagt überraschen. Nur die Teams an der Spitze hätten theoretisch das Tempo, um trotzdem vorne wegzufahren. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein großes Risiko. Der Startplatz ist das absolut Wichtigste und es zahlt sich meistens nicht aus, ihn für eine geringfügig bessere Strategie im Rennen zu opfern. Ich denke also, dass niemand es versuchen wird. Ich habe mich allerdings schon das ein oder andere Mal geirrt. Von Zeit zu Zeit sieht man solche riskanten Entscheidungen sehr wohl und manchmal zahlt sich das Spekulieren auch aus. Wenn ich allerdings selbst im Auto säße, würde ich mir ohne Zweifel den besten Reifen für die Qualifying-Runde aufziehen, den ich hätte. We seem to be having some software issues at the moment. Sit tight for a few minutes while we reboot some things, okay? Ja, elektrisches System, wunderbar. Wir haben natürlich wieder. Jetzt müssen wir tatsächlich doch mal eine Zeit setzen. Aber es sieht gut aus, wie gesagt. Vielleicht kriegen wir es sogar hin mit einem Versuch. So, jetzt muss ich natürlich wieder mein Setup setzen, neues Setup laden. Weil, Trocken-Setup, wir haben ja noch das Nass-Setup noch drauf und mit dem Nass-Setup will ich unbedingt starten. Ja. So, gehen wir rein. Ins erste freie Training, ins Qualifying. So, Walter Bottas hat 48,5. Da muss man tatsächlich ein bisschen schrecken mit den Zeiten. So, vor uns ist jetzt ein Auto, das ist das Problem. Es ist Verstappen, aber der verzieht sich direkt in die Box, das ist gut. Weil es jetzt die erste Zwischenzeit gibt. Bestzeit. Aber minimal. Minimal vorne. Jetzt müssen wir gucken, was der zweite Sektor gleich sagt. An 18 gibt er uns gleich vor. Wir haben verloren. Wir müssen uns mega strecken, wenn wir jetzt im letzten Teil, um nochmal eine halbwegs vernünftige Zeit mitzunehmen. Reicht. Fantastisch.
Vorne rein. Direkt im ersten Versuch vorne auf die 1. Oder auch nicht, weil da Lewis Hamilton zurückschlägt. Also müssen wir doch nochmal eine Zeit setzen. Our best lap so far is a 1:48.3. Erster Sektor Gudrun, zweiter Sektor Bottas, dritter Sektor Leclerc. Hamilton geht drauf auf seinen zweiten Versuch. Wir müssen also noch ein bisschen warten. Wir sind heute nur auf 2. Ich dachte, Hamilton geht jetzt rein, aber der geht tatsächlich nochmal. Schade. Na, dann probieren wir es nochmal. Komm. Oder packen die uns tatsächlich, knacken die unsere Zeiten. Das wird definitiv alles auch einfach werden. Vier Minuten haben wir noch. Also wir müssen glaube ich, jetzt fast alle nochmal raus auf die Strecke. Es werden auch alle nochmal gehen. Gerade 50 müssen wir aufholen. Der Sektor passt auf jeden Fall. Müssen wir mal einen guten Schwung mitnehmen. So, jetzt müssen wir nochmal einen guten. Eine gute Zeit jetzt. Minimal auf jeden Fall was holen. Jetzt war's das mit der Pole. Das wird nichts. Das wird nichts. Hamilton hat die Pole. Geilste, wenn du dann so weit rauskommst und diese Runde einfach nur kaputt fährst. Das war's. Die Zeit hole ich nicht mehr.
Und damit war es das mit dem perfekten Wochenende. Das war's. Bye bye. Ich hätte es nicht erwartet, wenn ich hätte gedacht, wir können ein bisschen was holen, aber das war's. Na komm. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Bottas. Bottas, Richter und Lewis Hamilton. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Die Zeit war einfach nicht zu packen für uns. Ja, und das war's mit dem Kampf, mit dem perfekten Rennwochenende, definitiv. Naja. Dann müssen wir uns zum Rennen tatsächlich steigern. Haben wir im Ungarn ja aber auch hingekriegt. Gut, dann war's das. Wir sehen uns morgen. Ja, das schauen wir dann, ob wir es morgen hinbekommen. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play F1 2019.